Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Ich soll auf ein Video reagieren, das wurde mir zugeschickt und sehr viele haben mir das zugeschickt. EAFC 24 ist der wahrscheinlich größte Haufen. Ja, bin sehr gespannt, was mich erwartet, Freunde. Wir gucken uns das Ganze an. Ich werde meine Meinung dazu sagen, ob ich dem Ganzen zustimme oder nicht. Lasst einen Daumen hoch da, lasst ein kostenloses Abo da, wir gehen rein. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir als Menschheit uns weiterentwickelt. Wir haben bahnbrechende Erfindungen geschaffen, Entdeckungen gemacht, die unsere Gesellschaft grundlegend verändert haben. Das Feuer, was uns wärmt, das Rad, was uns bewegt, kleine Sexspielzeuge, die man sich ins Rektum schieben kann. Es war von allem was dabei. Und wir wollten Fragen beantworten, Fragen, die wir uns alle gestellt haben, die uns beschäftigen. Und wir waren erfolgreich, es hat funktioniert. Und zwei Fragen wurden nicht beantwortet und die sind mir gestern in den Kopf gekommen. Frage Nummer 1, warum haben 50% der Leute, die meine Videos schauen, den Kanal... Ja, ne, warum haben immer so viele nicht abonniert? Locker, da draußen, die gerade dieses Video gucken, ein paar Leute haben nicht abonniert, sogar so sehr viele paar Leute, deswegen lasst ein Abo da. Nicht abonniert, obwohl es komplett mehrkostenfrei ist und ein riesiger Support ist für mich. Ja. Und Frage Nummer 2, wieso zum Fick rennt man jedes Jahr los und kauft sich das neue FIFA? Verstehe ich nicht. Aber weil das mein Job ist, Bro, weil ich es liebe. Ist eine Hassliebe. Was soll ich dir erzählen? Ist eine Hassliebe. Wir hassen FIFA, aber wir lieben FIFA. Wir können nicht ohne FIFA, wir können auch nicht mit FIFA. Mit FIFA gehen Controller kaputt, ohne FIFA wissen wir nicht, was wir machen sollen. Ist uns langweilig. Ja, mittlerweile, ich bin relativ viel im Netz unterwegs. Ich bin vielleicht auch ein bisschen sowas wie ein Gamer. Richtig cool. Und ich bin offen für alles. Mich interessiert es zu sehen, was passiert in der Branche, was passiert auf dem Markt, was kommt so Neues raus. Und ich bin offen für neue Spiele, für neue Genres. Ob das jetzt online oder offline ist, im Single oder im Multiplayer, alleine oder in der Gruppe, ist mir relativ egal. Wo nimmt der dieses Video auf? Der macht einen falschen Griff und dann hat der kompletten Stromschlag. Und dann stehen ihm die Haare nach oben. Trinkt Monster Energy, ich habe eine Impulskontrollstörung. Das ist die perfekte Grundlage für alles. Und wer meine Rage-Review zu Gaming gesehen hat, der weiß aber auch, FIFA ist nie so richtig gut weggekommen bei mir. Und klar, ich bin mein eigenes Zentrum der Welt. Und wenn 1000 Leute da draußen irgendwas machen, was ich nicht verstehe, dann ist es natürlich ein Fehler im System. Ich dachte mir aber heute, komm, ich verlasse mal meine eigenen Grenzen und versuche nachzuvollziehen, warum Menschen dieses Spiel spielen und jedes Jahr auch neu kaufen. Und dann ist mir aber schon aufgefallen, ich kenne wenig Leute, die so dumm sind, das immer wieder zu machen. Wer könnte da eine Frage? Hi, ich bin einer von denen, die jedes Jahr das Spiel kaufen. Gekommen, wer ist dumm genug dafür? Na ihr, na klar, ihr da draußen. Da habe ich auf Instagram gepostet, gefragt, hat irgendjemand 10 Minuten Zeit für ein kleines Interview, damit ich ein paar Fragen stellen kann. Unglaublich viele Leute mit einem schweren Hirnschaden haben sich bei mir gemeldet. 3 habe ich mir rausgepickt und saß dann wirklich wie so ein Y-Kollektiv-Reporter mit ein bisschen mehr Hirnstamm im Café und habe euch so ein paar Fragen gestellt, um nachvollziehen zu können, wieso macht ihr das? Ein Glück wissen viele von euch, dass ihr wirklich ein Problem habt. Ja. Ist auch so peinlich, der Telefonjoker für FIFA-Knowledge zu sein. Ich schäme mich. Aber erstmal folgt, wer sich so ein bisschen mit Gaming beschäftigt, einschlägigen Medien und Creatoren folgt, der wird am diesjährigen FIFA-Release nicht vorbeigekommen sein. Abgesehen von einem riesigen Shitstorm gab es aber ein ganz interessantes Statement von EA. Die haben nämlich gesagt, dass es den größten technischen Sprung in der Geschichte des Fußballs jemals mit dem neuen Titel geben wird. Und da dachte ich mir, na, höchste Eisenbahn, da mal drauf zu gucken, weil vielleicht... Macht schon Bock, ich sag ehrlich, mit den Spielstilen und so, macht schon Bock. Hat dieses Mal wirklich was geändert. Ja. Und dieses Meme, dass sie jedes Jahr dasselbe Spiel rausbringen, das brauchst nicht mehr, das ist vorbei, die haben sich gebessert. Und der wichtigste Punkt direkt am Anfang. FIFA heißt gar nicht mehr FIFA. FIFA heißt jetzt EA Sports FC 2024. Boom, Digga. Hängen geblieben. Das ist ja geisteskrank, was das für eine heftige Änderung ist. Ja, aber nur weil sie es mussten. Sie hätten es auch gerne wieder FIFA 24 genannt, aber sie haben sich ja von der FIFA getrennt und sind jetzt nur noch eigenständig tätig, deswegen brauchten sie einen eigenen Namen. Haben sie clever gemacht mit FC 24, ist sehr ähnlich zu FIFA 24. Ich komme nicht klar, das ist wirklich krass und das liegt gar nicht daran, dass die Lizenz für den Namen FIFA ausgelaufen ist und die jetzt nochmal nachkaufen hätten müssen. Und die armen Schweine, die haben 2023 nur 7,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, da muss man den Gürtel auch mal ein bisschen enger schneiden. Und allein die Namensänderung würde ja reichen, dass der aktive FIFA-Spritzer losrennt und sich für 80 Euro den neuen Titel holt. Aber die haben sich gedacht, damit ist es nicht getan, wir haben noch mehr für euch Jungs. Ultimate Team, das ist so ein Spielmodus und das ist der beliebteste von allen, so wie ich das verstanden habe. Eigentlich ist es ein Trading Card. Das ist einer, der kennt nicht mal FIFA und hatet einfach FIFA, ne? Einfach ein Hater bist du, ein Hater.
Ein Hater! Game, aber dazu später mehr. Und die haben sich gedacht, ey, das wäre doch genial, wenn wir jetzt einfach sagen, auch im Zuge. Er sagt Ultimate Team, das ist scheinbar der beliebteste Modus. Das ist der beliebteste Modus, nicht scheinbar, ist er. Und der bricht uns auch alle durch. Die Weekend League, das ist ein Trümmerbruch. Red nicht über FIFA, wenn du keine Ahnung von FIFA hast. Der Gleichberechtigung, na ganz klar, wir packen jetzt Frauen und Männer zusammen auf. Interview mich, nehm mich das nächste Mal, dann kann ich dir mal erzählen, was da alles schief läuft. Und ich kann das nicht einschätzen, wie schlimm das jetzt wirklich ist. Ich finde es eigentlich total okay, aber die Leute sind durchgedreht. Die haben die Kontrolle verloren. Man konnte online nachvollziehen, wie gestandene Männer einen Nervenzusammenbruch bekommen haben, weil da jetzt auf einmal Frauen mit auf dem Rasen stehen. Und das finde ich mir beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Dieses Spiel ist abgrundtief scheiße. Es gibt so viele Kritikpunkte und alles, was es braucht, damit die Leute wirklich mal wütend werden, ist ein paar Frauen auf dem Rasen. Ja, herzlichen Dank auch. Und damit haben wir jetzt eigentlich schon relativ viele Enden. Was der sagt, er sagt, alle kaufen das Spiel jedes Jahr wieder und sagen die was, jetzt kommen Frauen ins Spiel und endlich sagen die mal was. Was ist mit ihm los? Ja, und wir haben einen neuen Namen, der ultra cool klingt und wir haben jetzt Weiber, die damit kicken. Das sollte ja eigentlich schon mal reichen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Der Trikotstoff flattert jetzt anders, die Muskeln werden besser dargestellt und Hypermotion hat nochmal ein Update bekommen. Das heißt, die Figuren bewegen sich jetzt noch so ein bisschen anders und flüssiger und grundlegend kleinere Änderungen im Spielfluss, die einem aber eigentlich nur auffallen, wenn man die Scheiße auch wirklich täglich zockt. Also quasi ist nichts passiert, aber ein Glück ist die wichtigste Änderung ja die, dass die Datenbank angepasst wird. Doch, Bro, also ja, also die Datenbank ist auch immer sehr wichtig, wenn die Spieler transferieren und so, aber diese Spielziele sind wirklich cool. Da hat EA sich echt was einfallen lassen, damit hat man nicht gerechnet. Ein paar neue Spieler, ein paar abgeänderte Werte, ein paar Vereinswechsel, dies, das, Ananas, kann man nicht reinpatchen. Geht nicht, kannst du, das sind Informationen unmöglich, die einfach mal so zu hinterlegen. Da brauchst Bro, das ist doch das Geile an FIFA, dass das jedes Jahr neu rauskommt. Man will kein Spiel 12 Jahre spielen, GTA 5, was jetzt schon seit 12 Jahren draußen ist. Man wartet auch die ganze Zeit auf GTA 6. Die können auch einfach reinpatchen, die verkaufen auch irgendwann ein neues Spiel mit einer neuen Engine, mit einer neuen Map. Bei FIFA ist das das Geile, dass du immer von Null anfängst und dir dein Team aufbauen musst und die Weekend League schwitzen musst, damit du wieder ein paar Coins hast, wo du dann eh nichts draus ziehst oder womit du dir den nächsten Spieler kaufst, der vorm leeren Tor steht und gegen die Latte schießt. Ja, das ist doch das Geile. Deswegen muss das Spiel doch jedes Jahr neu rauskommen und von vorne beginnen. Sonst ist es doch langweilig. Irgendwann hat man das geilste Team. Was willst du dann noch verbessern? Willst du irgendwann 200er Karten haben, die von der Mittellinie mit Hacketor machen oder was? Nein. Also muss das Spiel jedes Jahr neu rauskommen. Ich feiere das, dass das Spiel jedes Jahr neu rauskommt und von null beginnt. Schon den neuen Titel für 80 Euro. Ja. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben hier Änderungen gerade, die passen in Summe auf dem A5-Blatt, wenn man das komplett runterschreibt. Und wenn man jetzt um die Ecke kommen würde als EA und sagt, das verkaufen wir euch so alle 6 Monate als DLC für 7,99 Euro, dann wäre das arguable schon wirklich ein sehr frecher Move. Das in ein neues Spiel zu packen und 80 Euro dafür zu verlangen, das ist meiner Meinung nach ein Verbrechen. Und weil aber nicht nur FIFA richtig Bock auf Kohle hat, sondern ich auch, kommen wir jetzt zur Werbung. Ganz offensichtlich steht, Werbung skippen wir. So, Werbung wird geskippt. Wirklich versucht, alles an Empathie, Mitgefühl und Verständnis in diese Gespräche einfließen zu lassen. Ich war zwischenzeitlich ostdeutsche Jesus Christus, aber für eure Sünden seid ihr wirklich selber verantwortlich. In der Theorie gibt es ja verschiedene sehr coole Tattoos. Spielmodi in diesem Game, wobei man nur Ultimate Team. Hier, feiere ich so eine Sachen hier, aber würde ich mir nicht selbst machen. Persönlich habe ich kein Tattoo, aber ich feiere Tattoos. Spielt. Es liegt daran, dass der Rest so interessant ist, wie 4 Stunden lang in eine leere Pappschachtel zu glotzen. Und in diesem Ultimate Team kannst du dir, wie der Name schon vermuten lässt, dein eigenes Team aus allen möglichen Spielern zusammenstellen. Ist scheißegal. Die können in Rente sein, die, keine Ahnung, haben irgendwelche Boni und Sondertrikots und bla bla bla. Hauptsache keine Frauen. Und genau hier beginnt das Trading Card Game. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, so diese ganze Kritik rund. Frauen sind auch ein Ultimate Team. Und dass das eigentlich nur Casino ist und die Pull-Chances, da was Gutes rauszuziehen, wahrscheinlich genauso hoch sind, wie dass ich irgendwann mal meinen Führerschein mache. Aber als ich mit euch geredet habe, war ich erstaunt zu sehen, wie perfide das eigentlich wirklich konstruiert ist. Das neue Spiel kommt also raus und in den ersten Wochen funktioniert sowieso erstmal überhaupt nichts. Ja, das stimmt, am Anfang sind immer so viele Bugs, Menü-Bug drum und so, ja, ja. Da, der bringt heutzutage noch fertigen AAA-Titel auf dem Markt, ist ja völliger Schwachsinn. Und dieser Reset, das heißt also, du startest wieder mit absolut nichts. Und jetzt haben mir die Leute am Telefon gesagt, ja geil, Digga. Und damit beginnt dann der neue Grind.
Ja. Der neue Grind. Ja. Na klar, Freunde, schauen wir uns den doch gerne mal an, wie das so funktioniert. Weil in der Theorie kann es jeder schaffen, sich ein gutes Team aufzubauen. Ja. In der Theorie kann jeder gute Karten ziehen. Doch. Aber in der Praxis sieht das Ganze so ein bisschen anders aus. Wer FIFA nämlich Free-to-Play spielt, also nicht extra nochmal Geld da reinschieben will, der hat ungefähr die Ressourcen von einem Bürgergeldempfänger. Das heißt also, du kannst ab und an mal ein bisschen was nehmen, das ins Casino reinschieben und mit Glück, also mit sehr viel Glück, am Ende auch wirklich was Gutes daraus ziehen. Und die Chance... Aber das ist bei Geld genauso. Kannst auch mit Geld nur mit sehr viel Glück was Gutes ziehen. Die sind relativ gering, aber halt einfach nicht null. Und anstatt, dass EA einfach mal seine Ressourcen nimmt und ein fertiges Spiel auf den Markt bringt, stecken die lieber alles, was die an Kapazitäten haben, da rein, das perfekte System zu entwickeln, den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Ja, das stimmt. Wer FIFA Free-to-Play spielt, ist nämlich genau am Sweetspot angekommen zwischen Schmerz und Motivation. Das Licht am Ende vom Tunnel ist immer da, aber der Weg dahin, der ist halt komplett komatös. Also du kannst es natürlich machen, aber du wirst dir 100 pro ungefähr 10 Mal hintereinander einen Arsch aufreißen lassen von einem Haaland auf Crack und deine Arschbacken werden so weit. Er hat recht, bisschen. Er hat recht. Also Road to Glory funktioniert schon, steckt aber auch viel, musst du viel schwitzen, musst du viel, ja, er hat recht. Auseinandergerissen, dass man da am Ende Hallo reinrufen kann und das eine ähnliche akustische Entwicklung hat, wie wenn man ins Kirchenschiff von Notre Dame ruft. Also es ist komplett hängen geblieben. Aber du kannst das Ganze natürlich auch so ein bisschen beschleunigen, den Weg zum Licht am Ende vom Tunnel. Mal einen kleinen Zehner hier reinschieben. Mal einen kleinen Zehner. Ein Zehner bringt nichts. Nee, 20 bringt auch nichts. Du humpelst mit nackten Bro, ein Hunderter. Mit einem Hunderter kommst du nicht mal weit. Was für ein Zehner, was für ein 20. Du checkst FIFA noch nicht. Mit einem Zehner kommst du FIFA gar nicht weit. Das ist ein Pack. Und aus diesem Pack ziehst du nichts. Auf dem Scherben überholt. Nicht mal ein 50k-Pack. Ein 100k-Pack kostet einen Zwacken. Ein Zwacken, Bro. 100k-Pack. Und kalten Boden durch diesen Tunnel. Und dann kommen 300k-Packs und die kosten aber immer 30er. Regelmäßig ziehen irgendwelche Leute auf diversen Verkehrsmitteln an dir vorbei und die kosten ein bisschen Geld. Und das Perfide daran ist aber, dass es ganz viele verschiedene Verkehrsmittel gibt. Du kannst dir zum Beispiel einen E-Scooter holen und ein paar Meter fahren. Das ist schon sehr angenehm und bringt dich nach vorne. Das kleine Silver-Pack mal kaufen, ein bisschen was ziehen, das passt. Du kannst aber auch sagen, scheiß drauf, Digga. Ich setze mich hinten rein in Rolls Royce und lass mich wirklich bis ans Ende vom Tunnel warpen im besten Fall und drück einfach mal ein Taui hier rein und guck mal, was passiert. Und es ist so... Er redet von mir, Freunde. Er hat gerade von mir gesprochen. Ich wusste nicht, dass er mich kennt, aber er hat gerade von mir gesprochen. Perfide abgestimmt, weil du bist wirklich genau an diesem Sweet Spot zwischen Schmerz und Motivation. Es ist ein riesiger Abfuck, das Free-to-Play zu spielen, aber es ist auch nicht Abfuck genug, um zu sagen, fuck it, ich spiele das nie wieder. Aber Motivation genug, um auf der anderen Seite zu sagen... Es ist schon geil, Free-to-Play zu spielen. Also wenn man einen Account hat, wo man ein bisschen was reinpayt und einen Account Free-to-Play spielt, ist es schon geil. Auch Leute, die nur Free-to-Play spielen und dann so wirklich in der Weekend League gut abschneiden. Also gute FIFA-Spieler können auch Free-to-Play zocken, Weekend League Woche für Woche zocken. Dauert zwar länger dann und bis die mal einen R9 haben, dauert es auch sehr, sehr, sehr lange. Da müssten sie aus dem Icon-Pack oder so mal Glück haben. Aber sie können sich auch richtig geile Teams zusammenbauen. Dauert halt nur lange. Man muss halt echt immer die Weekend League zocken, Rivals zocken, am besten noch Squad-Battles zocken. Die Aufgaben machen die täglichen und so. Dann kriegt man auch schon ein sehr, sehr geiles Team zusammen und kann auch die besten Pay-to-Winner besiegen. Ach komm, Digga, der Zwanni jetzt hier einmal alle paar Wochen, das tut doch nicht so weh. Aber long story short, ich kann eigentlich nur eine Sache sagen, ihr steht doch komplett neben euch. In den letzten Jahren gab es unglaublich viele Shitstorms. Ob das jetzt daran liegt, dass die technischen Neuerungen ausgeblieben sind und das, was kam, eher dazu geführt hat, dass das Spiel wieder scheiße war. Mm. Oder diese ganzen Casino-Glücksspielinhalte, die irgendwann reglementiert werden mussten per Gesetz, weil die gesagt haben, es kann nicht sein, dass das Kinder zocken. Und das Spiel erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, was zuletzt wahrscheinlich nicht daran liegt, dass jedes Jahr aufs Neue irgendwelche Content-Creator dann online rumhängen und ein Pack nach dem anderen ziehen. Und nach der ganzen Recherche, die ich da jetzt reingedrückt habe, den Gesprächen, die ich geführt habe mit euch, was ich mir alles so angeschaut habe, ist es noch viel unverständlicher geworden, warum man sich diese Rattenpisse jedes Jahr aufs Neue antut. Ganz subjektiv gesehen. Er ist ein richtiger Hater. Das Spiel an sich schon mal scheiße, weil Sportsimulatoren einfach nicht mein Ding sind. Aber wie gesagt, das ist ja wirklich einfach nur meine Meinung. Aber viel schlimmer ist das komplette System dahinter. Jedes Jahr aufs Neue wirklich ein Spiel rauszubringen. Geil. Was keine Neuerung hat. Es ist geil. Dasselbe Spiel. Es hat Neuerung, Bro. Es hat Spielziele bekommen und so. Du zockst es doch nicht mal. Wie kannst du drüber reden, wenn du es nicht zockst? Das ist genauso wie die ganzen EA-Mitarbeiter, die wahrscheinlich selbst nicht FIFA zocken und das Spiel konstruieren. Die auf einmal Patches rausbringen, die das Spiel kaputt machen, weil sie das Spiel einfach nicht spielen wie wir. Wir spielen dieses Spiel. Die Community muss sagen, was geändert werden muss. Und darauf muss gehört werden.
tendenziell. Das ist das Problem, das musst du ansprechen, dass die Community. EA muss, Digga, du hast auch keine Ahnung. Du sagst, es ist nicht gekommen, es ist was, das Spiel ist komplett anders. Die Engine ist anders, die Schüsse sind anders, die Spielziele sind anders, die Meta kann jetzt verändert werden, das ist neu. Laber nicht. Also nichts gegen ihn persönlich, aber er spielt selbst nicht FIFA, macht ein Hate-Video gegen FIFA. Verstehe ich nicht. Nur noch ein bisschen schlechter, obwohl das wahrscheinlich... Ich kann seine Punkte verstehen, er hat auch in vielen Punkten recht, aber er sagt, es ist nichts gekommen. Er redet nicht einmal über Spielstile in dem Video und das ist das größte Update gewesen. Auch wieder subjektiv ist, bis hin, dass man sagt, es kommt raus, es ist nicht fertig, Hauptsache aber die Bezahlinhalte laufen wie am Schnürchen, damit wir den Leuten schön die Kohle aus der Tasche ziehen können. Und am letzten Punkt angekommen ist wirklich dann der Content, der daraus entsteht. Also Leute, die den ganzen Tag nur rumhocken, Packs öffnen und dann sagen, ja, das ist es, das ist jetzt einfach mein Content. Und in der Rage Review zu Gaming habe ich es ja schon gesagt, ihr schadet nicht nur euch und eurem Geldbeutel, sondern es ist auch echt das falsche Signal an die Entwicklerstudios, dass das total egal ist. Man kann unfertiges Spiel raushauen, was absurd viel Kohle kostet, absurd viel Kohle einfordert und die Leute geben das Geld am Ende auch noch aus. Sie rennen los, wie die Lemminge, kaufen das, partizipieren da dran. Wahrscheinlich hat er mehr Ahnung als wir ganzen Content Creator, die das machen. Und so wird die Welt wirklich nicht zu einem besseren Ort, deswegen mein... Weil er noch schon mal FIFA gezockt hat. Also ja, ich verstehe viele Punkte, ich bin bei vielen Punkten seiner Meinung, aber bei ein paar Punkten kann ich ihn auch nicht verstehen. Vor allem, weil er das Spiel halt nicht zockt. Appell an euch, macht es nicht mehr. Hört einfach auf, FIFA zu spielen. Die Welt wird dadurch zu einem besseren Ort. Korrekt, guter Tipp. Ich höre jetzt einfach auf, bin dann arbeitslos. Dankeschön fürs Video, Freunde. Ich werde jetzt auch nicht nur negativ überreden. Er hat schon mit vier Punkten recht, wie gesagt. Aber ein paar Punkte haben mich getriggert. Ich bin ja immer ehrlich. Falls du das Video siehst, nichts gegen dich persönlich. Aber ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns. Haut rein. Peace.